Ach so, die meinst du? Ja, gut. Das weiß ich ja. Aber einen Schock kriegt man 3 Leben. Was einem nicht allzu viel bringt. 5, 52, 25. Lol. Ich kann genauso gut 100 Münzen sammeln. Eine wolkige Blume? Aber naja, jetzt, wo sie schon mal hier ist, sollten wir sie wohl auch Wurzeln schlagen lassen. Eine wolkige Blume. Manch einer würde sagen, das ist, Baumwolle? I guess. Und deswegen hat Mario so, keine Ahnung, weiße Handflächen? Keine Ahnung, was auch immer. Was auch immer die Leute heutzutage für so was sagen, ey. Ach, Crap, ich wollte gar nicht hier rein. Was bringt, wenn ich hier stehe? Hi. Nix? Okay, bye. Au. So ein Scheiß, jetzt muss ich den ganzen Weg rumlaufen. Nein. So ein Mist. So. Auf zum nächsten Level. Drauf geschießen auf das Ding. Also muss irgendwo noch hier ein Dingens geben, was ich bekommen kann, einen Bonusstern. Ich habe nicht mal die Münze gefunden. Also, wen interessiert's? Kettenhundfabrik, los geht's! Diese Kettenhunde werden produziert. Weiß nicht warum, ich dachte, es seien normale Tiere, aber naja. Die Heimat der goldenen Kettenhunde. Goldig. Willkommen in der Galaxie. Moin, Jens. Plattenpfahl nach unten. Finde ich gut. Geben mir Sachen, wenn ich es haben will. Und hier muss ein Kettenhund drauf. Okay. Heißt, muss irgendein Switch treffen. Okay. Okay. Alles gut. Also gut, ich verstehe. Okay, da oben ist eine Kometen-Sache, die ich nicht brauche, weil ich tot bin. Hier kann manchmal was schief gehen. So ein Shit. Habe ich gemerkt. So ein bisschen. Kettenhund! Oh, ich sehe schon. Das ist ja praktisch. Ah. Was eine blöde Produktionsarbeit hier. Entweder ich lasse sie da zerschellen, ja, oder gehe da rein und explodieren. What? Sternteile. Sternteile, meine. Nochmal Sternteile. Dieser Level gefällt mir vom Aussehen her. Was macht er da bloß? Willst du überfahren werden? Lass es krachen! Okay. Wow. Alles klar. Das hat er wörtlich gemeint. Oh, wie süß, kleine Babykettenhunde. Ja, süß. Höre? Was sagst du, Piranha-Pflanze? Piranha-Pflanze macht Spaß zu spielen und ist ein guter Einsatz in Smash Bros. Ich habe ernsthaft dreimal Münzen gekriegt. Wow. Also ich finde sie relativ gut und relativ interessant und stark. Allerdings, ich sehe keine großen Kombo-Möglichkeiten mit ihr, was vielleicht für viele Leute eine Abschreckung ist. Wegen, oh mein Gott, ich kann nur draufkloppen mit dir, ich muss perfekt spielen, um überhaupt noch zu reißen, aber ich mag sowas. Erinnert mich stark an Falco. Okay, ohne Wippe.
die nicht komplett nach unten durchgepippt. Okay. Die wollen uns hier drehen. Süß. Oh. Ha, der ist tot. Süß. Oh mein Gott, im Ernst. Das wollt ihr von mir. Ihr seid aber bescheuert, der Bärne. Huh. Ich mag es einfach, aber das ist teilweise echt gemein. Okay. Gibt auch gut viele Checkpoints hier im Level. Holy shit, das ist aber schnell vorbei. What the hell? Das ist nicht mal ein Timing. Okay. Wir haben hier eine Dinge, wo wir den Kettenhund runterführen können. Das heißt, wir müssen den irgendwo überhaupt das hinführen. Okay, wir müssen den hochschleudern in dem Moment. Ach, der goldene Kettenhund ist es. Okay. Gut, das nächste Mal sollten wir allerdings alles wieder sauber und leer machen, was wir machen können. Der wird ja einfach rumfahren, richtig? Steht. Okay. Hier haben wir so eine Hürde, die muss ich runtertreten. Okay. Sehe schon. Eine weitere Hürde, die runtergetreten werden muss. Jetzt folge ich dir nicht. Ich gehe einfach hier vorne hin. Und warte hier vorne. Auf meinen Einsatz für den Schalter. GG. So ziemlich. Wie viel fehlt hat? Ist aber rein. Schönes Level. Schönes Level, gefällt mir. Ist so ein kleines, nicht Rätsel-Level, sondern Puzzle-Level. Das gefällt mir gut. Hm. Also, eine Frage. Was sagt ihr eigentlich zu der Ankündigung für ein neues Dr. Mario-Spiel? Auf Smartphones? Das würde mich mal interessieren, weil ich weiß, einige sind nicht so Smartphone-aktiv unterwegs und die mögen sowas ganz und gar nicht. Die mögen das ganz und gar nicht. Nein, nein, nein. Oh, nö. Schabernack-Komet. Why you do this? Ein Brief. Hilfe gesucht. Bröselblock. Bröselblock-Galaxie. Oh, Himmel, Herrgott. Bröselblock-Galaxie. Da, 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 da. Skeptisch. Wegen Dr. Mario. Oh, hier vorne 40. Ja, haben wir mehr als genug. Okay, wir werden auf jeden Fall mal... Wo ist die Bröselblock-Galaxie? In der anderen Welt, okay. Wo war hier... Fallen wir 2, richtig? Na gut, machen wir jetzt das Lava-Imperium mit dem Schabernack-Kometen. Hauen wir alles weg. Hm. Bam, 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 badada, bam, 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 bam. Hallo Alpha-Pöpöchen. Beeilung, der vergessene Lavastern. Oh ja. Was kriegen wir hin? Ach du heilige Kacke. Ein Level auf Zeit. Wie ich dich doch hasse, Spiel. Warum tust du das mir los an? 30 Sekunden, okay. Hi Kamek, bye Kamek. Oh scheiße, das war ja was. Oh fuck, oh fuck. Hab ich durchgeschiedet mit dem Leben. Haha. Okay.
Teile, 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 mehr, mehr, mehr Teile. Keine hier vorne, okay. Da oben. Ist auch noch eine Münze. Oh fuck. Dead. Super. Ich werde mich auf jeden Fall beeilen, weil warum sollte ich mich beeilen, ne? Ist doch ziemlich doof, wenn ich nicht die Zeit habe, um irgendwie alles zu schaffen hier. Hallo? Gut, wir lassen mal einfach stehen hier. Na komm. Türchen. Auf. Nummer 1. Starker Strahl. Da ist Nummer 10, da ist Nummer 10. Okay. Jetzt fängt es in der lustigen Welt hier an, ey. Bodenfresser. Ich hasse euch wie die Pest, ey. Weil ihr den Boden hinter mir wegfresst. Das alles nochmal? Oh, come on. Das ist ja richtig übel. Aua. Da. What the fuck? Da habe ich nochmal von vorne anfangen. Fuck my life. Okay, ich werde es trotzdem versuchen. Aua, aua, aua. Taktischer Zeitbonus, sich mal, den sich da reinholt mit dem. Wow. Mit dem getroffen werden von dem Feuer hier. Einfach fehl, schade. So. Wow. Na komm, einmal zählt, zählt, geht. Gut. Und hoch die. Hoch die Tassen. Wow. Na super. Gut. Kann von durchlaufen. Und ran da. Tor auf. Gut. Saug mich ran. Du Sau. Das war ein scheiß, Versuch, ey. Ich stehe voll auf der Kante, wa? Holy fuck. Ja, das war beschissen. Beim einen war ich zu schnell, beim anderen war ich nicht präzise genug, aber richtig schnell gut unterwegs. Komm schon! Hat, 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 hat. Ja. Jetzt hab ich's. Weiß Sekunden. Ja, jetzt muss ich den Boss nicht besiegen. Haha, das wäre natürlich richtig toll. Bowser besiegen unter Zeitdruck. Uch. Wow. Schnell, schnell, schnell. Thank you.
Oh, der müsste relativ gut weit gekommen sein. Ja. Gut, wow. Hey, mein Freund. Blockmeister, Sprung, Dankeschön. Auf. Okay, ich habe jetzt relativ viel Zeit. So viel Zeit. Well. Darf nur nicht in diese bescheuerten Löcher reinfallen. Okay. Oh Gott. Perspektive, hallo. Hallo, mein Name ist Stein. Kamek, im Ernst? Spinde Kamek. Oh, Sau. Okay. So, die Statuen, die wieder hier Gläsern bescheuert. Die machen nur Laserstrahlen, okay. 10 Sekunden extra. Und Ziel bei 30. 31. Hey. Was gibt's Neues? Nicht allzu viel. Morgen. Morgen kommt das Finale um 14 Uhr von Mario Luigi Paper Jam Bros. Als Premiere. Falls man das anschauen will, das ist nämlich ein ziemlich langer Part. Wegen den Credits noch drin und das Ending. Ansonsten, ey, Galaxy komplett nice. Ansonsten, lass mal kurz überlegen, es gibt jetzt ganz neu ein Reddit für den Kanal. Das heißt, man muss hier unbedingt irgendwo im Discord sitzen oder ich muss nicht irgendwo ein Video direkt hochladen, um irgendwo ein Announcement zu machen, von wegen, ich bin da und da, geht dort und dorthin und sowas. Oder man sieht es auf Twitter und es ist dann weg wegen der Timeline. Oder Facebook zum Beispiel. Man kann einfach das auf den Reddit gehen. Das ist einfach nur reddit.com/r/gebirges. Müssen wir mal reinpacken hier. Und dann kann man da reinschauen. Dann kann man schauen, was man da hat, ne? Da, haben wir einen Brüsselblock. Welche Premiere kommentieren? Inwieweit kommentieren? Die Premiere ist kommentiert. Das Einzige, was da noch fehlt, und das Einzige, was ich dazu machen kann, ist, ich kann im Chat sitzen und kann mit euch dann schreiben dazu, zum Part. Das könnte ich machen. Ist um 14 Uhr, wie gesagt. So, Alex, mal schauen. Hi, Luigi. So, ich brauche den Felsen. Ich brauche den Felsen. Ich muss dazu die töten. Sonst komme ich nicht so weit, wie ich haben will. Gut. Wo war das mit den Roboter-Typis? Ah, da ist eine Münze. Oh, toll. Du kannst die Ausrichtung der Kamera mit Dings ändern. Oh, Tatsache. Ah. Gut, dass man es so spät sagt. Haha. Also ich denke, ich werde mal da drin sein. Im Chat. Und mal schauen. Boah, sah total einfach aus. Ist es ja auch. Du bist ein Stein und rollst alles kaputt. Einfacher geht's nicht. Alle neun. Au. Okay. Hau die alle klein um. Au, er hat mich erwischt. Eine Menge Sternteile, wow. Sternteile on Mars. Aber ich muss mich demnächst noch dran setzen, endlich mal das neue Projekt fertig zu machen.
oder anzufangen und fertig zu machen. Den Part. Ja, sonst habe ich wieder zu lange Zeit, wo ich einfach nichts großartig aufnehme oder so. Also, fertig machen. Ähnlich wie die beiden hier. Ey! Creechies! Stop it! Stop it! Stop it! Nein! Ich werde jetzt nicht da vorbeifahren, ey. Hier bei dem Typen. Donk. Das wäre ziemlich doof. So. Ich soll die Typen suchen. Wo muss ich diese komischen Typen denn suchen? Hier? Achso, das war der Hinweis von denen. Schieß das Ding ab, dann kriegst du Münze. Hier ist eine Röhre. Die hier? Nö. Au. Also hier war es nicht, ne? Na dann. Wo seid ihr denn, die Typen? Da bin ich schon zu weit. Bin zu weit, wa? Fuck! Mist. Bin definitiv zu weit. Bin zu weit, oder? Ja. Ja. Kannst du mich bitte umbringen? Hier ist Level neu starten. Dankeschön. Töte mich. Ich bin unwürdig. Dankeschön. Was zum Geier soll das Ding sein? Hallo, Start. Hallo. Minus? Muss Minus drücken dafür? Teufel. Da, den hier. Wo zum Geier soll das sein? Gehört zur Galaxiekarte zurück. Was stand da jetzt dran für ein Mist? Irgend so ein komischer Roboter war da. Ich habe keinen gesehen. Ich suche den mal. Ich werde den Roboter einfach mal suchen. Nicht, dass er einfach runterspringen muss oder sowas. Oder dass es nur für Luigi ist. Wäre ja auch eine Möglichkeit. Das wäre natürlich super doof. Oder er ist irgendwo hier eingesperrt. In so einem Felsen. Was keiner erwarten würde. Oder. Nein. Nö. Da ist er nicht. Da ist er nicht. Nope. Nein. So, ein Mist. Könnt ihr mir einen Hinweis geben, please? Schade mit Kristall eigentlich, dass man sie zerstören wird. Eine blöde Münze. Womit ich nochmal in dieses scheiß Level rein muss. Nein. Scheiß Komet. Fällt mir gerade so ein, so ganz spontan. Röhre finden. Ah. Ich lasse ihn nicht überleben. Ich lasse ihn nicht überleben. Date. Okay, die waren es auch nicht. Wow. Das hat ja lange gehalten hier. Na komm. Quietsch ist ihr. Au.
Blöde Quietschis. Blöde Quietschis. Böse Quietschis. Böse Quietschis! Stirb! Das müsste irgendwo hier sein. Ich, au! Das ist auch schon zwei. So eine Gemeinheit. Das ist eine relativ kleine Welt. Kleine Wochen. Mehr aber auch nicht. Was bin ich so doof? Oh, was bin ich doof? Oh, was bin ich so doof, Mann? Ah, ja, gut. Wow. Danke, Quietschi. Sehr nett und freundlich von dir. Das war mehr als traurig. Wie kann ich es genau da rumschaffen, ey? Okay, Quietschi, du bist nervig. Böses Quietschi. So. Stein. Stein, Stein, Stein. Gut. Befehle jetzt nicht den Stein. Besser auf ihn drauf gezielt. Alle Steine weg, alle Steine weg. Also hier ist nichts. Nichts, was ich sehen kann. Das heißt entweder da? Ja, es muss da sein. Wo zum Geil soll es denn sein? Oh. Oh, super. Du bist ein Powerstern, wenn ich nicht irre. Ich habe neulich einen Haufen Plunder entdeckt. Wäre es mit einem Tauschgeschäft? Ha? Ich hätte wirklich gerne eins dieser braunen Viecher. Wie wäre es also, wenn du mir einen hierher bringst? Bring mir einen Goomba? Okay. Was soll dir ein Goomba bringen? Wo soll ich einen Goomba herbekommen? Aber. Oh, ich habe den tot gerammt. Der hat mich in die Dingens reingeklatscht. So ein Held. Wie soll ich denn ein Goomba hier hinbringen? Hier gibt es doch gar keine Goomba, oder? Außer eine Röhre vielleicht. Oder auch nur, wenn ich hier die. Ein Goomba erwische. Hi. Wie soll ich den Goomba reinkriegen? Ich müsste doch irgendwo. Idee. Idee, genau. Nicht zum Geier? Mario, das ist ein Kettenhund. Es sei denn, hier ist einer in den Felsen drin. Das wäre natürlich möglich. Es ist einer im Felsen drin, ne? Hallo, Goomba.
Ach, was ein guter Kumpa. Ja, mein Freund, hier rüben. Scheiße, sind schnell außerhalb. Aua. Hi. Hier, das ist ein Kumpa. Oh, was für süße Augen er hat. Vielen lieben Dank. Ah. Klasse, wie versprochen, kannst du diesen Powerstern haben. Fabelhafte Arbeit. Okay. Wie kommt man auf sowas? Wie kommt man auf sowas? Such den Gumba und bring ihn zu dem Typen hin.